Stampede können wir hier noch losjagen. Was natürlich weniger schön ist, dass wir jetzt hier keine Unterstützung von den Nahkämpfern bekommen. Ich habe kein Ziel. Oh, sag mal, was ist denn das hier? Auf euch zu, Windläufer. Los, Krieger der Horde! Zeit der Allianz zu zeigen, wie wir Dämonen abschlachten. Oh, das sieht nicht gut aus. Ja, jetzt müsste ich eigentlich den Krassus bekämpfen. Aber da wir so wenige sind hier auf Hordenseite. So, jetzt können wir ihn bekämpfen. Ja, der wechselt also zwischen Allianz und Horde hinterher hin und her. Und während er bei der jeweils anderen Fraktion ist, bekommt man, wie man das eben gesehen hat, mit Nahkämpfern zu tun. Da wäre es eigentlich schon schön gewesen, wenn hier die anderen mir selbige vom Hals gehalten hätten, weil dann hätte ich mich nämlich voll und ganz auf den Fernkampf beschränken können, denn ich kann ja auch aus der Ferne ihn noch treffen. Aber da mir das ja hier nicht abgenommen wird, ja, seht, ich bin schon wieder voll unter Feuer hier. Ich habe ein kleines Problem, dass bei meiner... Das kann uns wieder... Riesenmonster widmen. Was habe ich hier noch? Ja, ich fürchte, der wird noch einmal zur Allianz gelaufen, ne? Oh, jetzt hat er aber sich schön auf mein Pad eingeschossen. Na toll. Je größer sie sind. Keine Zeit für Prahlerei, so. Brin. Wir letzte Phase, halte den Guard. Mehr von diesen Dingern beschwört. Okay. Dann heißt das jetzt, das geht eine Brücke weiter. So, wo jetzt mein Pferd ist, kann mir auch keiner sagen, oder? Ob da hinten der Trottel da ganz gemütlich hinterher. Schön, schön. Ich danke euch. Viel Glück, Varian. Euch auch. Ja, was mich jetzt momentan... Ich muss das Schnurren hier in die Leiste ziehen. Ist aber eingeschaltet. Das ist so, dass mein... Für alle, die das nicht kennen... Das ist so eine Art... Leute, hier bin ich, hau auf mich drauf. Beim Pet, ja, weil ich ja als Beastmaster... Erst in mein Pet kämpfen lasse, soll der natürlich auch dafür sorgen, dass die Leute nicht auf mich aufmerksam werden. Also knurrt er ab und zu mal. Damit die Gegner sich auch auf den konzentrieren und nicht auf mich. So, hier sieht der Steck aus. Eieiei. Wir müssen diesen Kampf um jeden Preis halten. Da unten sind die Allianzler. Wir halten sie auf. Wir müssen. Und wir sollen, glaube ich, hier oben dann weitermachen. Ihr könnt uns nicht bezwingen, Gul'dan. Gemeinsam werden die Streitkräfte von Azeroth triumphieren. Genug geplaudert, Brin. Tötet ihn endlich! Kann mir mal einer erzählen, wo man... Mein Pferd ist ja irgendwie Welt. Im Schlafmodus. Das Teufelsfeuer wird euch verschlingen, wie schon 10.000 Welten zuvor. Die Legion ist endlos. Gehen wir jetzt so ein bisschen hoch. Geht's mir los hier? Ja, Feuer. Sollte man im Regelfall natürlich unterlassen. Sind welche
Rebellen zu mir. Schließ die Reihen. Wenn noch eine Riesengruppe da ist. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anrufen. Ich muss auch mal schauen, das ist mit den Einstellungen. Haut hier da irgendwas nicht hin. Wie gesagt, ich spiele ja auch den nicht so oft. Und irgendwas ist hier. Es sind zu viele. Zurückfallen. Ja. Zu mir. Muss ich bei Gelegenheit mal ändern. Aber eigentlich sollten hier. Ihr seht es ja, wenn ich einen anvisiere, dann hat er hier so eine Rakete über dem Kopf. Das sollten aber eigentlich alle Feinde haben. Und nicht nur der, den ich gerade anvisiere. Entschuldigung. Die Horde darf heute nicht untergehen. Meinem Sohn. Für die Allianz. Ja.
Ja, letzteres, der Tod des Allianzkönigs ist übrigens bei beiden Fraktionen völlig identisch, das Video. Quasi von da an, wo die Horde geflohen ist, sieht man auf beiden Seiten das gleiche Video. So. Gut, dass ihr wieder auf den Beinen seid, ja. Jetzt haben wir unseren Bogen gekriegt. Den wollen wir uns natürlich auch gleich. Ich glaube, ich habe sogar noch eine Verstärkung dafür. Auch die wollen wir uns natürlich da gleich draufhauen. So. Hat er das jetzt gemacht oder nicht? Irgendwie nicht. Warum auch immer. Vielleicht, weil ich auf dem Mount sitze. Nee, macht er nicht. Oh, Entschuldigung. Kann nicht an Gegenständen über Stufe 600 angebracht werden. Die größere Waffenverzauberung für Gegenstände über 600 habe ich, glaube ich, leider nicht. Die muss ich mir dann bei Gelegenheit organisieren. Gut. So, was möchtest du denn jetzt noch hier? Ja, es ist ein Wunder, dass überhaupt einer gekommen ist. Genau, geht zur Feste Grommasch und erfahrt vom Schicksal der Horde. Das machen wir auch noch. Ja, wie gesagt, ein recht langes Let's Play. Tut mir jetzt ja auch ein bisschen leid. Aber... ja, ich muss nachher mal schauen, wenn ich jetzt alles nachher fertig habe und nochmal die Tonspur unterschneide, ob ich das Ganze vielleicht in zwei Teile zerlegen kann. Sollen wir aber erst nochmal schauen. Ich würde ja gerne in die Feste gehen, aber ich komme leider nicht rein. Jetzt muss man hier schon darum gebeten werden, dass man da rein darf. Das ist ja auch schön. So. Jo. Guten Tag. So, das sind dunkle Zeiten. Ja, hier ist so. Vielleicht müssen wir uns auch das Ganze anhören hier. Achso, wir sollen das Schicksal erfahren, ja klar. Schön hier. Aha. Kriegshäuptling? Naht. Am Ende ruft der Tod uns alle. Doch die Horde lebt weiter. Ich habe euch nie vertraut. Nicht mal in unserer dunkelsten Stunde hätte ich geglaubt, dass ihr unsere Rettung sein würdet. Aber die Geister gewährten mir Klarsicht. Eine Vision. Ein geflüsterter Name. Viele werden es nicht verstehen. Aber ihr müsst aus den Schatten treten und führen. Ihr seid jetzt Kriegshäuptling. Thank you.
Na, ja, ehemals zumindest eine Nachthelfin. Vol'jin ist tot. Kann, weiß man das. Wer von euch hilft mir, ihn zu rächen? Ladebildschirm. Schön. So, ja, jetzt stehe ich hier und singe, oder? Ich hoffe, das werden hier. Richtet eure Bitte an Kriegshalbin Sylvanas. Sylvanas Windläufer übrigens. So, ja, dann richten wir doch mal. Hallo. Okay, jetzt müssen wir da auch noch. Extra hoch. Hopp, 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 hopp. Ich habe keine Zeit für Spielchen. So, haben wir gemacht. Wir sind die Verlassenen. Wir töten jeden, der uns im Weg steht. So. Und jetzt bekommen wir hier nämlich eine neue Quest. Und das ist die zweite Pre-Quest. Wo dann die Dämonenjäger auf den Plan treten. Die werde ich jetzt aber nicht mehr starten. Ich werde dieses Let's Play jetzt an dieser Stelle beenden und ich hoffe, dass ich noch die Zeit finde, auch die zweite Pre-Quest-Reihe für euch durchzuspielen. Hat ziemlich lange gedauert. Wie gesagt, ich schaue mal, ob ich das Ganze in zwei Teile mache oder auch nicht. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Let's Play wieder. Und erstmal wünsche ich euch einen schönen Tag. Tschüss!